Hey Leute, es ist draußen und willkommen zu Blamierdocracy in Episode 7, dürfte es glaube ich jetzt sein. Und es ist mal wieder auf der PS3. Wegen Xbox werde ich gleich dann mal im Spiel nochmal kurz darüber reden. Und ja, Tigerkrümel wurde ausgewählt. Und gehen wir auch schon mal rein. So, welche Map willst du spielen? Haus und alles ganz normal. Okay. Gut, bist du bereit? Jo. Okay, viel Glück und viel Spaß. Danke dir auch. Danke. Jo. Alles okay? Ich denke mal. Ja, ich wollte ja eben gesagt, dass ich jetzt was über die Xbox da so labern will. Falls jetzt im nächsten, ja, bei mir noch passieren, also in Episode 8, falls da kein Xbox, ja, User drankommt, dann mache ich das, also ab Episode 8 so erstmal, dass ich dann erstmal nur Xbox-Leute suche und die dran lasse. Und dass ich ja, denen halt die Chance geben werde, das zu gewinnen. Damit erstmal die PS3-Leute erstmal kurz nicht rankommen und ja, dass wir die Xbox-Leute eine Chance haben. So. Zombies. Was seid ihr? Oben ist keiner. Da ist einer. Hallo. Noch einer. Hier oben höre ich einen. Schade. Da hat er noch den Enkel bekommen. Gerade so. Oh, da haben wir zwei für mich. Ja. Na, so machen wir das nicht. Du blé point. Ja. Ach nein, ich hätte die Nachrichten ausschalten sollen. Immer wenn ich irgendwie was hier mit Blamiro gesehen mache, schreibt er irgendwas rein. Am besten, wenn ihr eine PS3 habt, Leute, schreibt ihm eine Nachricht und schreibt ihm, er ist ein Noob. Echt cool, wenn das machen würde. Letzter Zombie. Bist du? Doch da oben. Na, wo ist er denn? Was ist er denn? Hallo? Sonst ist auch der letzte Zombie immer übelst laut. Jetzt auf einmal nicht. Ah, da ist er doch.
ist sie doch. Ach Mann. Letzter Schuss. Immer noch nicht. Sind heute richtig langsam hier. So, Fenster operieren? Jawohl. Gibt's ein paar extra Punkte hier. Irgendwas gehört dort drüben hier. So, ah, haben wir schon Seite 5. Können wir schon mal zu Chuck gehen. Erstmal aufpassen hier, nicht, dass ich es noch irgendwie verrecke. So, alles safe hier. Können wir das Teil trinken? Ich kann sich das auch gleich holen. Ah, du kannst schon mit Kills aufgeholt hier. Ja. Sehen wir, bleiben wir mal am besten hier in der Mitte. Bekommen wir die meisten ab. Kill. Na, die Granate ist wahrscheinlich im Feuer gelandet. Hier haben wir, können wir schon mal Double Tap holen. Heady und kein Zombie hier, gut so. Stellen die Zombies noch ein bisschen schneller. Das ist gut so. Er hat sich wahrscheinlich jetzt Chuck geholt. Naja, ein bisschen können wir ja noch zappeln lassen. Aber er darf nicht Runde 10 überschreiten. Das versuche ich noch irgendwie zu schaffen, dass ich den vor Runde 10 down mache. Oder spätestens in Runde 10. Das kann ich auch noch so akzeptieren. Ah, schade. Schade. So, warten wir jetzt bis Max Ammo kommt oder hole ich mir Ammo? Na, ich warte mal. Ich spawn es ja noch schnell. Schade.
Ich hätte schon was zu dem Max-Armor jetzt, ja. Oh, das war schlecht. So, was haben wir jetzt? Runde 8. Uiuiui, wird knapp, wird knapp. Doch so langsam müsste ich mal anfangen. Und ihn down machen. Oh mein Gott, was ist denn los mit meinem Aim heute? Ach ne, New. Ach man, schöne Punkte hinter mir sind jetzt weg. Oh, ich höre irgendwas. Doch nicht? Hm. Ich hätte gedacht, ich hätte irgendein Power-Up hier gehört. Runde 9. Uiuiui. Jetzt muss ich aber hier langsam zulegen. Das hasse ich beim Nachladen. Wenn man wirklich alle Schüsse rausgeschossen hat aus dem Magazin, dann will der echt nachladen, wann er kann. Deswegen lädt er auch nach, wenn man gerade in einer schwierigen Situation ist. Das ist richtig beschissen eigentlich. Immer holen, oder? Einmal geht noch. Naja, Runde 10. Mal gucken, ob wir jetzt noch down kriegen, wenn ich. Ist ja der Erste, der Runde 10 und drüber geschafft hat. Natürlich kann man den einen dann nicht jetzt wirklich mit einbeziehen, der standardmäßig schon Runde 15 starten wollte. So, öffne mal das Tor zur Hölle. Wann er da hochkommt. Wo ist kommt da jetzt an? Ich sag mal. Zu risky. Gehen wir lieber mal runter und mal hoch. So. Schon mal in die Box gehen.
Die Recoil-Waffe Number One, ey. Ich hasse es irgendwie, die haben durch so einen Patch, haben die Recoils, haben die hier immens verhöht. Also, keine Ahnung, übelst räudig haben sie das richtig gemacht hier. Das geht einfach gar nicht. Guck, wie ich, da habe ich gar nicht hingezielt. Das ist echt unnormal. Don't touch me, Zombie. Das ist vor allem auch bei den MG schlimm, RPD und Hammer. Das ist einfach unmenschlich, das kann man gar nicht wirklich handeln, aber. Oh, da hat er, glaube ich, Fleisch bekommen. Ja, Fleisch bekommen. Jetzt kann ich sie nehmen. Ich bin getrappt, ich bin getrappt. Ich dachte, ich könnte noch so. Oh, nein, 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 nein. Ach, scheiße. Was hat er denn bekommen? Was hat er denn bekommen? Zeig mal her. MP5, ist das immer noch? Alter, ich schieß Einzelshots hier. Das geht immer gar nicht. Trotzdem so einen immensen Recoil. Oh, was machst du? Oh, Nitten, was ist denn hier los? Ich will ihn noch nicht kneifen, da weiß er, dass ich die Knuckles hab. Das soll er noch nicht wirklich wissen. Erst so, wenn die. Oh mein Gott, wie die verzieht! Zwei Schüsse gemacht, die zieht nach links oben. Was ist denn das? Ne, jetzt habe ich auch noch Max Ammo. Ne, ich gebe trotzdem die Type weg. So eine Dreckswaffe. Ist ja schon mal ein bisschen besser, aber dann auch genauso einen großen Recoil. Ach, nö. Überlebt ihr hier ganz schön lange? Ja, was ist denn los? Wieder. So, ich denke, es wäre an der Zeit, ihn zu trappen. Hat ich mal so richtig drauf gehen. Kurz reloaden. Dann kann's losgehen. Alles okay. Wenn ich einmal richtig auf den Gegner drauf gehe, dann ist es schon fast zu Ende. So, hier holen wir jetzt auch ein Power-Up. Ach, brauche ich nicht. Oh, okay.
Zwei Hits, rot. Wie bitte? Wie bitte? So, das war's. Gutes Spiel. Danke, gleich. Auf jeden Fall schon mal länger überlegt als die anderen. Also du hast wenigstens schon mal über Runde 10 geschafft. Nicht so wie die anderen. Ja, dann würde ich sagen, ja, gutes Spiel und man sieht sich vielleicht irgendwann nochmal. Vielleicht. Okay, mach's gut. Tschüss. So, und wenn ihr die Chance haben wollt, jetzt ja, die PSN-Karte zu gewinnen oder die Microsoft Points zu gewinnen, dann schreibt es in die Kommentare. Jetzt mache ich nochmal einfach komplett random, falls dann in Episode 8 gar kein Xbox, ja, gar keine Xbox-Version drankommt, werde ich halt das in Episode 9 machen, dass da erstmal nur die Xboxer bevorzugt werden. Und ich hänge jetzt wieder da und geht nicht hinten dran. Ich habe jetzt keinen Bock, bis dahin vorzuspulen. Habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Und ja, man sieht sich in der nächsten Episode.